Ladies and Germany, herzlich willkommen zu Folge 2 und 3 von Love Island. Ist doch absolut no need zu hyperventilieren. In der letzten Folge haben wir alle TeilnehmerInnen kennengelernt und die große Entscheidung von der Granate Livia steht noch aus, welchen Boy sie wählt. Ansonsten, was jetzt alles passieren wird, also das weiß man ja nie so genau. Wir sind ja hier schließlich immer noch auf Love Island. Ich wollte irgendwas Schlaues sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Ich kann euch aber sagen, dass die Islander wirklich ja so langsam Fahrt aufnehmen und es geht gut ab. Oh mein Gott. Sexy. Super sexy. Ganze Folge zum nochmal Nachsehen gibt es auf TV Now und der Link dazu unten in der Beschreibung. Und wir starten rein zu den Islandern mit einer Nachricht. Livia, welcher Mann passt am besten zu dir? Heute Abend steht deine Entscheidung an. Da werden die Boys natürlich nervös. Vor allen Dingen Breno und Adriano, weil die beide haben schon ein großes Interesse an Livia, würde ich mal behaupten. Also meine Qual der Wahl fällt auf Adriano oder Breno. Qual der Wahl, come on. Das Witzige jetzt an der ganzen Sache ist einfach, der ist ja halb Italiener, ne? Aha. Und eigentlich wollte ich keinen Italiener mehr, weil mein Ex-Mann Italiener ist. Oh. Mhm, so witzig. Erzähl weiter. Der kommt einfach aus derselben Ecke, ne? Nein. Mhm. Ich verurteile niemanden, aber italienische Männer lieben Frauen. Ich verurteile niemanden, aber... Geil. Generell aber an sich ja eine gute Sache, wenn die Frauen lieben. Also, ja, obwohl... Ist ein Druckschluss. Wie hat denn Adriano das Gespräch mit Livia empfunden gestern? Möglicherweise ist da irgendwie das Mindset dahin gepolt. Oh fuck, wieder so ein Typ. Das Mindset ist gepolt, ne? Also das mit dieser Polung und dem Mindset, das ist aber auch so eine Sache, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man Menschen nicht dafür büßen lassen kann, für die Fehler, die andere in der Vergangenheit gemacht haben. Arme Schwester. Aber ich hatte jetzt bei ihm einen super, super erwachsenen Eindruck und auch einen sehr reifen Eindruck. Wieso eigentlich? Weil der so gut redet? Adriano, der Reife. Ja, voll. Also auch als er hier saß und mit uns geredet hat. Super, super. Wie er sich ausdrückt und so und auch so, so die Dinge reflektiert. Voll. Mega. Also einen super, super erwachsenen Eindruck. Super, super, super. Also es ist super und es ist aber auch super, super reif. Ja. Super, super erwachsenen Eindruck. Aber hier sind alles so irgendwie. Ja. Okay, meiner ist ein bisschen Quatschkopf. So. Ja? Sind alle so reflektiert und so super, super, super. Außer meiner. Mhm. Aber gefällt dir? Ja, voll. Ja, ich brauche das nicht. Also ich brauche nicht so super, super reflektiert. Ist gar kein Problem. Was geht bei euch? Darf ich vorstellen? Der Quatschkopf in pinker Badehose. Also haben sie beide an, aber dieses pinkere Pink, das rechte. Läuft gut. Eigentlich genauso das, was man sieht, gell? Ja, eigentlich schon. Ne? Ich kann mich nicht beklagen bis jetzt. Ne? Ich hab sie gestern gesehen, es hat komplett optisch gepasst. Komplett auf einer Wellenlänge im Endeffekt alles. Ach ja, gestern. Das war ja jetzt erst. Das ist jetzt Tag Nummer 1 in der Villa. Tut mir auch voll leid. Also wirklich. Ich mag Emilia halt voll. Ich glaube, sie hat sich vielleicht anders vorgestellt, weißt du, aber jetzt denkt sie sich auch, okay, ich glaube, sie hat ihn gefressen. Ich glaube, sie findet den immer noch ziemlich gut, aber es ist halt schwer, an ihn ranzukommen irgendwie. Ja, also ich glaube, dass sie das Gefühl hat, dass sie keine richtige Chance bekommen hat von ihm. Mhm. Und das findet sie, glaube ich, schade. Ja, das stimmt. Er hat sie halt direkt abgestempelt, ne? Als nettes Mädchen von nebenan und gesagt, er steht nicht auf blond. Ciao. Keiner ist dir böse, egal was du entscheidest, auf jeden Fall. Du hast ja keine andere Wahl. Keine andere Wahl, ja. Geil, ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird nicht so viel mit Zickenkrieg und so. Was ich natürlich super geil finde. Aber ob das die Zuschauer so geil finden, I doubt it. Das ist echt schwierig. Die Qual der Wahl. Nachricht, Leute! Nachricht? Nachricht! Ich glaube, die müssen, ne? Wenn die Nachricht kommt, dann muss da aber jeder einmal Nachricht geschrieben haben. Und das wird auf den Kameras kontrolliert. Und wer das nicht macht, der fliegt nach Hause. Geht lauter. Nachricht! Geil. Geil. So, Islander, euer Love Island-Abenteuer hat begonnen. Sicher wollt ihr so viel wie möglich übereinander erfahren. Dabei hilft euch das nächste Spiel. Stimmt. Bislang wissen die ja eigentlich nichts übereinander, außer wie sie aussehen. Hashtag entweder oder, Hashtag Bauchentscheidung, Hashtag Butter bei die Fische. Lass mal Adriano fragen, was der hält von dem Spiel.
Soll ich meine Sitzposition ändern? Nein, sieht chillig aus. Ich würde mich gern so hinsetzen. Dann setz dich gern so hin. Mir doch egal. Ich bin auf jeden Fall hype. Okay, der hat Bock. Yeah. Islander, entscheidet euch. Stellt eine Entweder-Oder-Aussage auf und entscheidet spontan, welche Möglichkeit eher zu euch passt. Entweder Verwöhnungssex oder Blumen. Blumen? Okay. Hey, keiner ist zu den Blumen gegangen. Verstehe ich nicht. Was ist das für eine Welt? Entweder jemand vom gleichen Geschlecht küssen oder eine nasse Hundeschnauze. Da bin ich aber gespannt. Meint ihr, da steht jetzt ein Junge beim Entweder? Habt ihr schon mal gemacht? Natürlich nicht. Männer küssen sich nicht untereinander. Das macht man nicht. Das machen nur Frauen untereinander. Selbst wenn die heterosexuell sind, ist das bei denen gar kein Problem, gar kein Thema. Die machen das ja for fun. Die machen das for fun. Männer nicht. Also wenn die sofort direkt homosexuell, das wissen wir alle. Vor allen Dingen wissen das natürlich die Jungs. Deswegen stehen die auch genau richtig. Ich kenne nicht anders hier. Habt ihr schon mal gemacht? Eine Freundin geküsst? Ja, klar. Und jetzt kommt ein so unangenehmes Verhör. Ja, aber jetzt nicht so mit Bussi, Backe auf Mund, sondern gescheit. Ja. Also mit so Temperament und so weiter. Pah, der fragt richtig eklig nach, nur für sein Kopfkino da. Das ist dieser sogenannte Vibe, den ich brauche. Ja, der braucht einfach dreckige Luder, die da mit einer Freundin rumknutschen, hör mal. Mit Zunge und alles? Ja. Und was geil? Sag mal, unangenehm, hör doch auf. Irgendwie ist es komisch gerade. Entweder eine Partnerin mit Humor oder Intelligenz. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist schon safe. Ja. Sonst ist ja komplett alles hoch. Oh Mann, aber es ist voll schwer. Die tun sich richtig schwer damit der Entscheidung. Was nehmen wir denn da? Komm, Adriano, erklär doch mal, warum schließt du jetzt bei der Intelligenz? Humor ist doch viel wichtiger. Weiß doch jeder. Weil intelligente Menschen haben immer Humor. Hm? Erklär doch noch mal. Auch für die Dummen unter uns. Um Humor wahrzunehmen, muss man in gewisser Weise Intelligenz vorweisen. Ohne Intelligenz funktioniert das nicht. Also ich für meinen Teil, ich lache viel und gerne und würde mich jetzt nicht unbedingt als intelligent bezeichnen. Naja gut, ich bin schon sehr intelligent, schon über dem Durchschnitt quasi, aber na gut, die Theorie stimmt. Uff. Oh. Entweder gemachte oder natürliche Brüste. Hör mal, was ist das denn für eine Frage? Die mit den kleinsten Titten geht hier. Oh, das ist so traurig. Greta, wegen ihren Komplexen steht sie links und Adriano wegen seinem verqueren Frauenbild. Und alle so... Oh. Ich sag mal so, gemachte Brüste haben mehr Potenzial, gut auszusehen. Nee, Adriano. Hättest du einfach mal stecken lassen können. Der war ein bisschen... Kleines bisschen too much. Entweder Blümchensex oder 50 Shades of Grey. Halt, stopp. Janaina, bitte. Bei uns gibt's ja nur Safe Love. So sieht's nämlich aus. Also ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo ihr euch alle dahinstellen sollt. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ja, das ist zu hart. Das bin ich nicht. Nur Nicole steht bei Blümchensex und die alle anderen auf 50 Shades of Grey. Alter, das ist doch ein Trend. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass alle auf so gewalttätigen Sex stehen. Und da steht Blümchensex. Bist ja, du? Nein. Bist du prüde? Ja, aber dann nein. Naja, die Arme kommen komplett in Erklärungsnot, aber ich hätte mich da auch hingestellt. Was labern die? Die tun doch alle nur so. Die tun doch nur so. Und jetzt ist auch schon der Abend angebrochen. Die Eyeliner sehen top gestylt aus, wie immer. Du hast jetzt noch die Chance, Gespräche mit den Männern zu führen. Ladies first, also Adriano geht zuerst. Du weißt, ich muss ja heute Abend die Entscheidung treffen. Ich habe dir ja schon gesagt, dass du meinem Typ auf jeden Fall sehr entsprichst. Und ich mir auf jeden Fall auch in die Richtung mir vorstellen könnte, dich näher kennenzulernen. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, wenn du irgendwie noch mal ein bisschen das Gespräch... Auf dich zugekommen. Ja. Weil die Livia, die muss erobert werden. Dass du mich nicht einschätzen kannst, finde ich tatsächlich ganz cool. Ach so, okay. Ja. Warum? Aber diesbezüglich musst du dir tatsächlich keine Gedanken machen. Okay. Ich finde dich nämlich geil. Richtig geil. Dieses Zwanglose, das ist für mich so unfassbar viel wert. Mhm. Nur wenn du wirklich zwanglos dich auf so eine zwischenmenschliche Beziehung einlässt, kannst du wirklich
ganz entspannt dich auch öffnen, ganz, ganz entspannt dich mitteilen. Ganz entspannt, ne? Nicht so hysterisch, ganz entspannt. Das Ding ist, ich habe ja rausgehört, dass du auch an Bianca Interesse hast. Livia ist okay, fahr einen Gang zurück. Würdest du sie denn auch gern näher kennenlernen? Also meine Priorität gilt jetzt auf jeden Fall erstmal dir. Ich bin ein wohlerzogener junger Mann. Mhm. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was ich nicht zu tun habe. Okay. Warte mal, wieso denn? Die sind ja auch nicht verkappelt. Wieso hat sie denn jetzt ein Vorrecht? Habe ich da was verpasst? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Ganze auch als Couple zustande kommt. Ich finde, man sieht die Freude ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Und jetzt kommt der Nächste. Breno muss natürlich auch befragt werden. Welche Unsicherheiten hast du denn noch? Ach, ich weiß es. Also, das Ding ist, also, du entsprichst einfach meinem Typ. Mhm. Eigentlich gibt es auch nichts großartig, was dich stört oder so? Nee. Eine Sache gibt's dann da doch noch? Ja, also halt das Alter. Ja. Breno ist nämlich, glaube ich, 21 und sie ist, glaube ich, 26. Also, ich wünsche mir schon eine Beziehung. Mhm. So, ich will endlich mal mich verlieben. Oh, hat er sich noch nie? Breno, du bist doch brasilianische Body. Das ist so das, was ich anstrebe. Ja. Ich finde dich auf jeden Fall auch attraktiv und du hast mit Abstand den besten Körper hier von allen. Der weiß nämlich, wie man Komplimente macht. Der ist nämlich Brasilianer. Also wirklich, nee, das ist wirklich so. Dankeschön. Nee, das ist aber wirklich so. Das kommt so gut an bei Livia, Alter. Also der Schlüssel zu Livias Herz ist durch Komplimente. Okay, Mädels, die Zeit mit eurem Couple könnte gleich schon zu Ende sein. Denn jetzt muss ich Livia entscheiden. Heute ist die Nacht der Entscheidung und ich hatte jetzt die Möglichkeit, euch alle kennenzulernen. Von den Jungs war ich besonders angetan. Von den Jungs war ich besonders angetan? Also von allen ausnahmslos, wenn das jetzt mit denen nicht klappt. Ich bin offen, also kommt nur auf mich zu. Ich brauche nur ein bisschen Komplimente. Ich habe mich da auch sehr schwer getan, weil ihr natürlich alle vom Typ auch wirklich jeder in Frage hätte kommen können. Da auch nochmal jetzt ein ganz großes Kompliment an das Team, an Love Island, dass die wirklich da so tolle Jungs ausgesucht haben. Ne? Wo habt ihr die gefunden, ehrlich? Dennoch hat es bei dem einen oder anderen einfach mehr gewiped. Der Vibe ist ein Ding bei denen, das ist ein Ding. Tief im Inneren wünsche ich mir eigentlich schon, dass sie sich für mich entscheidet, weil ich einfach gemerkt habe, okay, irgendwie funkt es mehr bei ihr als jetzt bei meinem jetzigen Couple. Ich bin eine Frau und jede Frau hört einfach gerne Komplimente. Das ist einfach so, das ist Fakt, das ist studienmäßig belegt. Jede Frau, die liebt es. Und deshalb ist meine Entscheidung für Breno gefallen. Ja, da hat sie sich den kleinen Breno geschnappt. Was bist du auch für ein Schaumwörter? Ach, Bianca, süß, ey. Ich glaube, das ist einfach auch das Richtige. Es fühlt sich zumindest richtig an. Dann ist doch alles super. Aber wie geht's Bianca? Sie ist ja jetzt Single. Entkappelt. Da ist man ja nichts wert auf Love Island. Nach den ersten Tagen schon als Single in der Villa dann dazustehen war natürlich echt schon traurig eigentlich auch für mich, weil ich habe jetzt kein Couple mehr. Ich schlafe jetzt alleine und ich bin ja praktisch der erste Single hier. Ich möchte, dass da draußen wir entsteht. Dafür bin ich hier. Wie geht's Adriano? Ich muss einfach so fair sein und sagen, ja, sie hat recht. Ich habe ihr nicht das gegeben, was sie haben wollte. Der versteht das. Ist ein verständnisvoller. Naja, also Stripper können sich ja bewegen und sind bestimmt auch gut im Bett. Die Livia, die will ja nicht urteilen, aber der ist auch schon gut im Bett. Der ist ein Stripper, hallo. Ich finde ja immer das Spezielle sehr interessant auch. Ja, weil gewöhnlich kann jeder. Ja. Da ist du bei Breno an der richtigen Adresse. Bist du kuschelbedürftig? Ja, schon. Ja. Okay, das passt. Ich mag kuscheln, ja. Das muss er ja abchecken, weil ab heute schlafen die ja gemeinsam in einem Bett. Ich mag an Breno total, dass er so ein bisschen verrückt ist, gar keine Hemmungen hat und jeden Spaß irgendwie mitmacht. Das stimmt, der tanzt ja auch immer seine Workouts jeden Tag. Ich liebe das. Ich finde, davon könnten die auch mehr zeigen, aber die sind da ein bisschen geizig mit. Leider. Also bei Adriano, wir haben nicht einmal gelacht. Ja, das ist schade. Ah, da seid ihr falsch informiert. Adriano ist doch primär erstmal ein intelligenter junger Mann. Und intelligente Menschen, die haben bekanntlich immer Humor. Bist du ein bisschen enttäuscht? Nee, gar nicht. Also ich bin eigentlich absolut
cool mit der Situation. Ich gebe dir diese Komplimente nicht, wenn ich es nicht ehrlich meine. Aber Adriano, was ist denn das Problem? Warum machst du es denn nicht bei der? Hm? Die ist doch eine Granate. Also ich gebe dir keine unehrlichen Komplimente. Wenn ich es nicht fühle, dann kriegst du kein Kompliment. So einfach ist es bei mir. Also auf Teufel komm raus, jetzt irgendwelche Komplimente zu verteilen, das ist doch... Also ich hasse so Fake-Komplimente, wo du denkst, das meint er eh nicht ernst. Dann doch lieber so. Aber ich glaube, du wirst es schwer haben, hier eine Frau zu finden, wenn du so gar nicht aus dir rauskommst. Weißt du, wie ich meine? Also du sagst halt so, ich kann keine Komplimente geben, wenn ich es nicht fühle, so, aber es ist halt schwierig, weil wir sind halt Frauen, die erobert werden wollen und die wollen Aufmerksamkeit bekommen vom Mann. Also, Mann, dieser Top-Frauen, ne, den die da immer beschreiben. Ich finde das, ja, nein, das ist schon, genau so ist das auf der Welt. Alle Frauen sind so. Ich auch. Aber ich sag dir so, wenn die Frau nicht dabei ist, dann bin ich der Letzte, der hier irgendwie irgendwas vorspielen muss. Weißt du, was ich meine? Ja. Adriano ist nämlich real, ja? Der ist real. Es ist nicht der leichte Weg, einfach straight zu sein, aber es ist auf jeden Fall für mich der richtige Weg. Wenn Adriano redet, ne, dann halten die aber alle ihr Maul, weil da kann jeder noch was lernen. Und wenn das bedeutet, dass irgendwie dieses ganze Abenteuer hier für mich schneller vorbei ist als für wen anders, gut, dann ist es so, aber dann bin ich auch cool damit, weil ich so mein Gesicht nicht verloren habe. Breno hingegen, der kann gar nicht genug Komplimente verteilen. Du bist einfach eine Granate, also muss man einfach so sagen. Das ist einfach so. Danke. Zack, boom, in ihrem Herzen. Ich hab's doch gesagt. Ich finde es bei Breno total schön, da er mir einfach sehr viele Komplimente macht. Ich mag einfach Aufmerksamkeit. Das ist doch schön und das ist auch gar kein Problem. Das ist halt so der Moment, wo ich dich nehmen müsste und wir irgendwo zu zweit hingehen und miteinander reden. Also ich will nicht weggehen, dann geht ihr mal. Okay. Wie der immer so eine Art hat zu reden, finde ich super strange. Einfach so unnötig viele Worte, die der benutzt. Bei mir hingegen fehlt ja auch mal das eine oder andere. Aber jetzt müssen die sich da verpissen, damit er da jetzt mit Bianca reden kann? Was soll das denn? Willst du dich hinsetzen? Lass uns reingehen. Also ich muss tatsächlich sagen, es ist halt einfach tatsächlich, dass du mir auch gefällst. Jackpot. Eventuell sollte man Bianca nicht aus den Augen lassen. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht irgendwie verstellen. Wenn es nicht kickt, dann kickt es nicht. Und dann habe ich auch kein... Also es hört sich so böse an, aber dann habe ich auch keinen Bock, dich kennenzulernen. Ich habe auch grundsätzlich gar keinen Bock auf eine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Das existiert in meinem Universum gar nicht. Also es muss halt kicken. Es muss mich anturnen. Ja, der Turn muss sein, der Vibe. Wenn der nicht ist, dann sage ich ciao. Ciao, Bella, ciao. Was halt auch... extrem, extrem wichtig ist, Zwanglosigkeit. Das ist so wichtig, das habe ich der Livia eben auch erklärt, die hat es nicht kapiert, aber vielleicht ja du. Komplimente, wenn sie ehrlich sind, ja, wenn nicht, dann nicht. Aber bei dir ist es schon so, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, zu sagen, dass du echt krasse Augen hast. Hör mal, ist das da halt voll ein Kompliment gewesen. Wie er redet, seine Art und irgendwie signalisiert er mir auch, dass er mich halt sehr gut findet, weil er mir auch Komplimente gemacht hat, auch von sich aus und spontan. Das hat mich auf jeden Fall auch sehr überrascht. Von sich aus und spontan? Warst du da eben nicht in der Küche dabei? Da habt ihr doch alle in der Hasenschule gesessen und dem großen Hasen zugehört. Aber ich bin verwirrt. Ja. Danke. So läuft das hier nämlich. Wenn du mit dem Breno verkappelt bist, dann gehst du nicht mehr zu Fuß von A nach B. Der trägt dich. Aber cool, dass ihr da seid, weil ich finde es gut, dass wir jetzt in der Konstellation gleich mal dazu kommen. So, ich habe dir ja gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass das mit uns nicht passt, go for it. Mhm. No bad vibes, keine Ahnung, no worries. Yeah. No bad vibes, no worries, nothing. Mach das, zieh dein Ding durch. Die Entscheidung ist mir ja nicht leicht gefallen. Heißt das, sie wollte eigentlich doch Adriano? Fuck, das ist gerade so ein Full-Circle-Moment irgendwie. Nö, hat Adriano nicht verstanden, dass sie das denkt.
Also, für ihn ist es ein Full-Circle-Moment. Ist doch aber auch gut. Ja. Dann habt ihr jetzt auch die Chance, euch kennenzulernen. Schon verrückt und ist auch nicht selbstverständlich, dass man so smooth und cool diesen ganzen Abend dann auch noch abrundet. Ja, weil ich hätte jetzt mir wirklich vorgestellt, du rastest aus. Oder einer, ne? Eine von den Frauen rastet auf jeden Fall aus, weil so sind die Frauen. Wir kennen sie. War für Livia und mich eigentlich jetzt so eine Win-Win-Situation. Also, ich bin gespannt, was noch kommt. Jackpot. Ich war echt positiv überrascht. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch jemanden für dich. Ja. Ich stehe natürlich immer noch auf breit gebaute, sportliche Männer. Mhm. Keine Jungs. Keine Jungs, die will einen Mann. Man hat echt so das Gefühl, wie wenn man richtig zusammen wäre, weil man so ständig die Nähe sucht zueinander. Gell? Und es ist schon so voll normal geworden. Ich finde es auch voll schön, dass es auch von dir auch was kommt, weißt du? Also, dass du auch manchmal einfach so zu mir kommst, mich umarmst oder so. Ja. Dass das nicht alles nur von mir kommt, das finde ich immer wichtig. So. Ja, irgendwie ist es schon gut ausgeglichen bei uns. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch voll schön und total wichtig. Man kann nicht immer nur erwarten und ich will erobert werden und wo sind meine Komplimente? Vielleicht macht ihr mal ein Kompliment. Sagt dem Adriano doch mal, er hat einen schönen Schnauzbart. Also es ist schon krass, wie schnell man sich so aneinander gewöhnen kann. Ja, das könnte was werden. Ich werde sie mir schnappen und mit ihr quatschen. Ob sie das auch möchte, dass wir uns vielleicht ein bisschen näher kommen oder in welche Richtung das für sie geht. Finn will nämlich Klarheit. Es geht ja nicht, dass er nicht weiß, was ist. Greta muss sich jetzt mal entscheiden. Hallo, die sind in Tag 2. Da muss man sich jetzt entscheiden, mit wem man die letzten 3 Wochen zusammen verbringen will. Also ich werde schon auch andere kennenlernen, so. Ja, das sollst du ja auch. Ja, oder? Also ich bin halt voll so der offene Mensch. Klar, und welchen Gedanken ist denn da, Rainer? Vielleicht den Gedanken, alle Leute mal kennenzulernen, mal gucken, wie es kommt. Küt wie küt. Ja, weiß man ja vorher nicht, sag ich mal. Oder? Wie siehst du das? Der Finn zieht eine Schnute. Was auch immer das bedeuten soll. Ich bin halt so ein Typ, ich habe mir gesagt, dass wenn ich hier reinkomme, also im besten Fall, dass halt jemand ist, den ich halt wirklich gut finde. Und dass ich dann halt nicht so anderen kennen möchte, weil, warum denn? Das ist doch doof. Dann nimmt man sich doch selber so die Chance. Ja, wenn man doch eine Person gut findet, muss man doch nicht andere kennenlernen. So, weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich glaube, darum geht es doch auch ein bisschen, dass wir so alle kennenlernen, oder? Greta hat das Spiel komplett verstanden. Die ist da auf jeden Fall richtig. Mit Finn, der denkt da ab Tag 1 große Liebe und das war's. Da würde ja kein Zuschauer mehr einschalten, ganz ehrlich, Finn. Ich habe Interesse an dir so und ich finde dich interessant. Da muss ich doch nicht jetzt irgendwie anders quatschen. Dann rede ich lieber mit dir. Ja, mach doch. Ist doch völlig okay. Mach dein Ding. Ich bin einfach so ein Typ, der fokussiert sich halt auf ein Mädchen. So. Und dann nutze ich lieber die 3 Wochen Zeit, um diese Person kennenzulernen. Ist okay. Also, habe ich kein Problem. Also natürlich will ich die anderen kennenlernen, so, weißt du? Na klar, und mache ich auch. Ich quatsche auch mit denen. Na klar, also das nehme ich jetzt mal schnell zurück, weil doch, ich will schon die anderen kennenlernen. Aber Priorität ist dann halt einfach dieses Mädchen, die ich halt gut finde. So, so denke ich halt darüber. Nur weil er wahrscheinlich keinen Bock hat, eine Freundin zu haben, die dann da mit 3 anderen Typen schon rumgeknuscht hat. Oder so. Außerdem hat der ja wohl den Hardcore-Jackpot geknackt mit Greta, Alter. Greta sieht aus wie von Gott erschaffen. Keine Ahnung, ich bin halt voll offen, weißt du? Ich bin auch so... Keine Ahnung, ich finde jetzt Küssen auch nicht so heilig, ehrlich gesagt. Also ich brauche die anderen brauchen, glaube ich, so diesen Magic Moment. Ich brauche jetzt nicht. Also nicht so extrem, aber... Ja, du bestimmt auch. Finn braucht den Magic Moment. Habe ich mir schon fast gedacht. Ehrlich? Nee, ich bin eigentlich relativ offen. Wenn man Bock hat. Ja, aber ich finde es eigentlich schon schöner, wenn man sich so küsst. Ja, ist doch cool, wenn man irgendwo sitzt und das sich so voll fühlt, dass man das machen möchte. Ja, da bin ich auch ein bisschen anders. Echt? Ja, also ich finde das nicht so schlimm. Ich finde es so geil. Die steht einfach dazu und lässt sich nicht von dem belabern. Der will ja irgendwie schon in die Schiene drücken. Ist jetzt nicht so cool. Also das und das wäre ja eigentlich schon schöner, oder? So nach dem Motto, ne, sehe ich anders. Ja, die Chemie stimmt. Und die Diskussion geht weiter, weil Finn, der kann es, glaube ich, der hat es noch nicht so richtig verarbeitet. Deswegen, sie würde halt nicht einfach sofort irgendein Mädchen küssen. Echt? Nee, würde ich nicht machen. Okay. Du schon? Mhm. Einfach so, du würdest mich einfach küssen. Ja, warum nicht? Warum ist denn der so schockiert? Also... Es ist ein Kuss. Also was spricht denn dagegen? Würdest du Breno küssen? Nee, also so close bin ich mit dem jetzt nicht. Willst du jemand anders küssen? Jetzt gerade von den Jungs so? Von den anderen Jungs? Frag ich einfach so, ja. Ja, das frage ich einfach so, ja. Ich darf alles. Ich bin Finn und ich will das jetzt wissen. Dennis. Hätte ich voll Interesse. Echt? Das ist Spaß, okay? Ja.
Chill, Greta. Also, du solltest mal chillen und machst dir so ein Überdrama. Nein, ich wollte nur wissen, in welche Richtung das geht. Ja. Freundschaft oder lieber in die andere Richtung? Also ich bin safe dafür, dass... Also ich würde sagen, ich würde dich gerne kennenlernen, so, nicht freundschaftlich so. Und jetzt ist es gleich ein Full-Circle-Moment. Ja, sehe ich genau so. Safe? Ja. Abgehakt, Thema. Thema ist abgehakt. Kannst einen Abflug machen. Und es steht wieder ein neues Spiel an. Also wir wollen auf jeden Fall gewinnen, weil wir hoffen natürlich auf eine männliche Granate. Zwei wären auch okay, zwei männliche Granaten wären auch okay. Und das Spiel beinhaltet Zettel ziehen, da steht eine Aufgabe drauf. Emilia goes first. Ziehe einen Socken mit deinen Zähnen aus. Lol, du bist ja bei Love Island, jetzt zieh doch eine scheiß Socke aus, Junge. Mädchen. Leute, nehmt es mir bitte nicht böse, ich finde es echt ein bisschen nasty. Ja gut, dann verzichten wir einfach auf den Punkt. Schade. Schade. Ich hasse verlieren. Ohne Witz, Greta. Bring jetzt mal ein bisschen Schwung in die Bude. Darf man das weitergeben? Ja, oder? Ja. Okay. Ja. Oh. Finn ist schock. Finn ist schock. Ich habe halt wirklich von gestern die Socken auch angezogen. Deswegen ist er schock. Ich bin so ein Gewinnertyp. Ich will immer gewinnen. Ich dachte, ich mache mal den Startschuss, sonst ist alles so, nee, traue ich mich nicht, traue ich mich nicht. Dann war das Eis ein bisschen gebrochen. Gruppenaufgabe. Küsse so viele aus deinem eigenen Team, wie du dich traust. Jeder Kuss gibt einen Punkt. Ja, Punkt. Hör mal, das ist doch unfair. Die Jungs küssen doch nicht untereinander. Wir küssen uns nicht, Digga. Wir küssen uns nicht. Ja, die haben sich echt nicht geküsst, ne? Nicht mal ein Bussi. Also die Punkte waren ihnen anscheinend egal. Eine Granate wollen sie auch nicht. Dann haben sie auch keine verdient in meinen Augen. Zeige deinen besten sexy Crawl. Nähere dich also verführerisch auf allen Vieren einem Islander. Boah, Leute, meine Hose reißt, wenn ich das mache. Noch ein Rückzieher kann sie ja nicht machen, dann ist sie. Das nette Mädchen von nebenan, ja wirklich. Emilia wagt bei Adriano den allerletzten Verzweiflungsversuch. War auf jeden Fall sehr sexy. Hey, ich dachte, der vergibt keine Komplimente, die gelogen sind. Sexy. Super sexy. Super sexy. Tausche ein Kleidungsstück deiner Wahl mit einem anderen Islander. Ich will mal Gretas Kleid. Der weiß genau, sofort Gretas Kleid, das habe ich mir heute schon gedacht. Sieht gut aus, das kaufe ich mir nach. Greta, wo hast du denn das her? Ja, ich fühle mich einfach sexy, wenn alles so eng ist. Das ist auch sexy aus, Brena. Wir sind einfach die Besten. Wir sind unschlagbar. Jetzt kriegen wir unsere Überraschung. Unser Preis. Unser Granate. Gott, Bianca ist wie so ein kleiner Baby-Husky. So. Ist unsere Granate. Aha. Okay. Soll ich mal raus? Ja, machen wir raus. Okay. Also, liebe Girls, ihr habt das Spiel gewonnen. Bisschen schneller, Emilia, wir haben nicht so viel Zeit. Der Hauptgewinn bin ich. Macht euch bereit, ich komme. Da rasten die Mädels aus. Frischfleisch. Ich habe auf jeden Fall Angst, enttäuscht zu werden. Und das ist, glaube ich, auch gerade das größte Problem. Adriano deckt ja auf jeden Fall mein Beuteschema fast vollkommen ab. So. Und deswegen bezweifle ich, dass noch mal eine Granate reinkommt, der mein Beuteschema voll erfüllt. Die sieht einfach immer das Glas halb leer anstatt halb voll. Ich habe es mir echt anders vorgestellt. Alle in meinem Raum sind schon so ein bisschen so, oh ja, und halt so überall so ein bisschen so dieses Knistern und so. Ist immer noch, glaube ich, Tag 2 oder 3. Ich bin da eh halt so ein Sensibelchen und das lässt mich halt dann jetzt auch nicht kalt oder so. Und klar zerbreche ich mir dann den Kopf und denke mir so, ja, sowas mache ich falsch oder wieso alle anderen außer ich so. Ich bin jetzt schon gespannt auf Dennis' Rat. Ja, ich glaube, das ist einfach der falsche Ansatz, ne? Das war bis jetzt einfach nicht der richtige dabei, sag ich mal, der zu dir passt. Ja. Genau so sehe ich das auch, absolut. Weißt du, bei den anderen hat es halt gepasst so ein bisschen und... Ich passe halt nicht rein. Nee, das glaube ich gar nicht. Aber ich würde jetzt einfach die Zeit genießen und warten, ganz ehrlich. Ja, aber also wenn ich ehrlich bin, dafür beschäftigt es mich halt viel zu sehr. Ja, das ist echt scheiße auf jeden Fall für die Situation, ja. Ah, die Situation ist sehr, sehr scheiße, aber wie viele Granaten da noch kommen? Ich versuche dazu immer stark zu sein und das alles nicht so an mich ranzulassen, aber heute ist das dann irgendwie alles ein bisschen aus mir rausgekommen. Oh Mann, ist einfach too much für die kleine Emilia. Es ist einfach too much. Zwei Tage in der Hölle. Ja, und da ist dann auch Folge 1 schon vorbei, aber wir schlittern direkt weiter in Folge 2 und da geht's erstmal los mit einem guten Morgen.
Denn beim Frühstück wartet eine böse Überraschung. Guck mal, krass. Ach du Scheiße. Das denken die Zuschauer. Hä? Ach, ist ein Ranking? Die Zuschauer haben nämlich von zu Hause aus gewotet und das Voting kriegen die direkt in die Villa. Ist das nicht geil? Oh, die haben gesagt, wir passen am besten zusammen. Ganz ehrlich, wenn du da abstimmen musst, wer denn sonst? Alter, das ist richtig viel. Wir haben 80%. 80? 80% habt ihr? Hier steht einfach, 80% sehen euch nicht als Traufer. Nicht? Ich dachte als Traufer. Finn war sich sicher, 80%, das passt. Die sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht, aber das passt. Das sehen die Zuschauer auch. Das ist sau krass, 80%. Das ist schon arg viel, ne? Das ist sau viel, was machen wir? Findest du, dass wir zu 80% nicht zusammenpassen? Also, keine Ahnung, vielleicht weil unsere Einstellungen so verschieden sind? Könnte sein, aber Na gut, was haben die am ersten Tag gesehen? Ja, wow. Vielleicht, weil ich immer so sage, so ja, aber ich bin trotzdem so offen, andere kennenzulernen. Kann sein, ja. Sie haben ja den Anfang gesehen und dass wir da schon ziemlich unterschiedlich waren, gerade was so das Thema Feiern und so angeht. Ich mag das halt nicht so gerne, wenn meine Freundin feiern geht. Warum eigentlich? Vielleicht auch ein bisschen Thema Eifersucht? Hallo, ich bin Mann, ich rede nicht über Gefühle, Greta. Und dass man dadurch denken könnte, dass es bei uns nicht so passt. Oh Mann, ey. Voll traurig. Naja, für eine Trauer ist aber auch ein Gefühl, ne? Ich frage mich so sehr, was die gezeigt haben. Weil ich finde, 80% passen Finn und ich jetzt schon nicht zusammen. Hm? Also 80% ist schon schlecht. Zu wenig, ne? Ja. Ja, Greta lässt das wirklich nicht los, ne? Was ist denn da vorgefallen? Keine Ahnung. Oder, also was glaubst du, woran es liegt, dass die Zuschauer ich nicht so... Ich glaube, weil ich schon auch so gesagt habe, dass ich auch so Interesse an dir habe. Also auch so in den Interviews. Und dass ich halt so generell offen bin, auch andere kennenzulernen. Ach, scheiß doch drauf, was die Zuschauer sagen, ey. Ganz ehrlich. Und Bruno leitet da jetzt mal ein ganz neuer Anfangsgespräch ein. Ich würde mir hier auch nicht so viel Zeit lassen, mit dem sich körperlich näher kommen. Ey, da bin ich auch voll deiner Meinung. Wenn so eine Kuss-Challenge zustande kommen würde. Wie würdest du da vorangehen? Würdest du alle abschlabbern? Also ich bin da halt offen, weißt du, aber ich glaube halt, dass andere da so das vielleicht doof finden würden, wenn ich das mache. Ja, aber man ist ja schon hier, um alle kennenzulernen. Ja, so. Ja. Absolut, Greta, go for it. Mach das doch. Nur weil die anderen das blöd finden, das ist doch kacke. Man muss da eigentlich irgendwo einfach egoistisch sein. Ich würde dich auf jeden Fall küssen bei einer Challenge. Das droppt da einfach mal so nebenbei. Einfach mal so. Zack, boom. Einfach um zu wissen, ob die Chemie so passt, ne? So. Ja. Bro, warum muss ich denn immer auf dich zukommen? Ohne Scheiß, aber ich find's gut, dass du wenigstens Dr. Love gefragt hast. Wenn du merkst, dass es ihr halt einfach schwer fällt, dann mach halt den ersten Schritt. Den hat er ja gemacht. Da kam kein Zeichen, nichts zurück, das meinte er halt, dass es mehr. Aber hast du das mal angesprochen? Ja, safe. Und was hat sie gesagt? Ja, ich kann über sowas nicht reden, bla. Ich denke so, okay. Aber worüber kannst du denn reden? So über Feiern gehen und so, wie mit Breno, wie sie redet? Sorry, aber da bin ich nicht für, dann ist es so. Hey, ist doch ganz zwei unterschiedliche Themen. Feiern gehen ist super belanglos und Gefühle ist schon sehr persönlich. Ich liebe einfach zu feiern, so. Ja. Sie liebt es wirklich, einfach darüber zu reden. Ist ein Hobby, wer redet denn nicht gerne über sein Hobby? Ist begeisterte Feiererin. Ich auch. Da geht es mir nicht darum, dass ich da nur mit Typen rummache oder so. Ja, das ist auch so das Ding. Wenn ich feiern gehe, manchmal, ich bin eigentlich mehr zum Tanzen da, als um zu flirten oder so. Ich feiere sie extrem. Sie ist so dieser kleine, süße Rotzlöffel. Und das mag ich so. Das ist so ein bisschen so bit psycho. Das taugt mir. Das taugt dem. Hat er ja schon gesagt. Er braucht eine Frau, die Bewegung im Gesicht hat. Oder was war das? Prinzipiell habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass sie dich so ein bisschen toll findet. Ich weiß nicht, ob Greta den Finn jetzt so toll findet. Ich glaube, die findet ihn ganz gut, aber Bruno findet sie halt auch ganz gut. Ich glaube, du kannst ja jetzt relativ gut abschätzen, dass die so ein bisschen so einfach, ich will nicht sagen ängstlich ist, aber... Bro, nur bei mir. Weil du so viel Druck machst, Junge. Wie meinst du? Mit allen redet sie so voll offen und ja, so. Ja, aber sie ist nicht anders zu dir, weil sie dich scheiße findet, sondern wirklich, weil sie dich halt toll findet. Ist Tag 3? Piano. Willst du eigentlich lernen, die Squadragino? Ja. Soll ich dir nochmal zeigen? Ja. Ich weiß nicht, was der gesagt hat, aber irgendwas will er ihr jetzt zeigen? Also das kannst du auf jeden Fall, ne? So Hüfte nach hinten. Ich weiß das nicht manchmal. Mach mal. Ich kann das halt nur, wenn ich so... Ja. Weißt du? Jetzt machen wir hier so ein bisschen nach vorne. So nach vorne und nach hinten. So nach vorne und nach hinten. Genau. Das ist schon so
erstes Basic. Gut, das Ding ist, bei mir ist halt so, bei mir vergeht die Lust, wenn das nur von einer Seite kommt. Ich ahne, was ihr meint, so dass ihr sagt, sie ist so schüchtern und sie... Was labern die schüchtern und so? Darum geht's überhaupt nicht. Und wenn du kein Interesse dann mehr an ihr hast, dann geh doch. Such dir einen neuen. Greta wird wen anders finden. Sie traut sich nicht so und sie möchte, dass es ihr Ober safe. Das unterschreibe ich auch. Trotzdem erwartet man nochmal so einen Blick. Naja, du erwartest halt, dass sie sich komplett ändert und ihre Einstellung verändert, aber nicht mit Greta. Dann nehme ich dich auf meine Schulter. Versuch mal, wie so ein Brett zu stehen. Schrecken! Ich hab doch keinen Körperspann. Jetzt können wir gleich den anderen vorführen. Die machen da heftige Kunststücke, Alter. Tja, Augen auf bei der Berufswahl. Werde auch du Male Review Artist. Sexy. Super sexy. Nachricht! Islander! Was ist nochmal die schönste Nebensache der Welt? Ach ja, küssen! Denn jetzt geht's langsam aber mal so richtig ab. Ich habe mich schon gefragt, wann es hier mal losgeht. Es folgt die erste Challenge. Hm. Oh nein, dieses Bewerten, ich finde das so gemein. Ziel ist es, eine 10 rauszuholen. Adriano, eine 10? Humble. Davor muss ich mal meine Zähne putzen. Greta sieht es, glaube ich, alles ein bisschen lockerer. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Greta zum Beispiel schon irgendwie Breno oder so küssen würde. Ja klar, ihr solltet das alles locker sehen. Komm, Emilia, du musst auch mal in die Puschen kommen. Es geht darum, dass du da irgendeinen Typen klar machst und nicht alleine bist und nicht Single Island. Wir sind ja irgendwo hier, um was auszuprobieren. Und da gehört Küssen für mich einfach absolut dazu. Hey, ich kenne die Challenge halt gar nicht. Jetzt steigt die Panik auf bei Finn. Guck mal wieder seine Augen. Da muss man so Punkte geben. Hey, gegenseitig komplett? Ja. Also alle? Ich glaube, du hast verbundene Augen. Er ist auf Sendung. Sendung mit der Maus. Aber die Jungs bewerten nur die Mädels. Nein. Echt? Ja. Crazy, Mann. Ich habe auf jeden Fall ziemlich Lust auf das Spiel, weil ich glaube, dass sich das mit Adriano am besten anfühlen würde. Ja, das ist ein gutes Spiel. Da kann man schon mal so ein bisschen gucken, wie ist es und vibes und überhaupt. Man kommt der Person so ein bisschen näher und eigentlich auch jedem, den man will. Das ist doch schön, hör mal. Das Ding ist auch jetzt, wenn diese Kuss-Challenge ist, ich bin halt bei sowas richtig lost, weil er zum Beispiel, also Finn, würde es nicht machen. Breno weiß ich schon, der wird es halt machen. So. Breno ist mir ähnlicher, was so das Weggehen und dieses Lockersein und sowas betrifft. Und er ist da halt ganz anders. Ich habe schon auch Interesse an Breno und ja, ich bin da ihm gegenüber auch relativ offen. Und ich finde, wir sind ja auch hier, um uns kennenzulernen alle. Und ich will mich jetzt nicht schon so auf eine Person versteifen, so ein bisschen. Ja, deswegen 80%. I mean, 80% sind ja auch nicht von irgendwo. Was denken denn die Boys über die Kuss-Challenge? Keine Ahnung, es wäre so der Moment, wo man so ein bisschen raushauen könnte, so kussmäßig. Mhm. Aber ich mache einfach spontan Freestyle, ja. Je nachdem, wie ich mich fühle. Was labert der so, ey? Ich könnte alles geben. Ich könnte ihnen jetzt zeigen, wie geil ich bin. Ich mache aber Freestyle, weil vielleicht habe ich Bock, vielleicht habe ich auch nicht Bock. Vielleicht zeige ich denen, was ich kann, vielleicht auch nicht. Weil der erste Eindruck, der zählt ja bekanntlich nicht. Ich bin auch wirklich ein Typ, der gerne zwischen den Zeilen liest. Und da bin ich jetzt gespannt, ob ich lesen kann. Hey, Adriano ist ja doch witzig. Also ich glaube, ich würde Adriano richtig küssen. Also das ist nicht nur richtig krass, so voll mit Emotions, aber schon so ein bisschen... Deeper. Also, ja. Ja, das muss man natürlich vorher kommunizieren mit den Mädels, ne? Wie weit geht man? Wie geht man da vor? Wie geht man da ran? Also beim Sport denke ich mir so, boah, schon. Schon ganz geil. Da kann man nicht gucken. Sexy sein. Okay. Ich hab so lange nicht mehr geküsst, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Echt? Kannst du nicht so. Wann haben die anderen Mädels denn das letzte Mal geküsst? Bei mir ist noch gar nicht so lange her. Wann war dein letzter Kuss? Samstag bin ich geflogen, Mittwoch. Die lebt einfach das Leben, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das finde ich super. Jetzt reicht aber nicht die Lagerbesprechung unter drei Mädels. Da müssen jetzt alle noch zusammengetrommelt werden. Und mit allen wird jetzt nochmal besprochen. Wie gehen wir jetzt vor? Ich glaube, dass Finn halt schon ein bisschen... Ja, aber ich habe mit dem jetzt richtig lang geredet. Das Ding ist, Greta, der ist halt so richtig 100% dabei. Ja, das ist ja auch gut. Ich bin auch 100% dabei, aber ich bin auch hier, um ihn kennenzulernen. Hannah und? Also sie hat doch gesagt, was sie sagen muss. Sie hat ihm gesagt, ich finde Breno auch gut und sowas alles. Was Finn da letztendlich draus macht, wofür er sich entscheidet, das ist doch Finns Sache. Der ist doch 3x7. Aber
warum tut Livia jetzt so? Voll unnötig, dass Livia ihr da so reinredet. So, wenn der Finn, der findet das nicht so gut, dann solltest du vielleicht lieber jetzt nur den Finn küssen. So, hä? Wir wollen dir auch gar keinen Druck machen, weil du bist in so einer Zwiespaltsituation. Also, nein, das soll so. Du willst. Ja, guck mal, das Problem. Ja, das ist scheiße. Also ich, weil klar, halt Finn ist so voll into it, aber ich finde es schade, dass man deswegen Greta so das Gefühl gibt, entscheide dich. Nee, weil das aber ist, du sollst dich ja noch gar nicht entscheiden. Ist doch, genau das Gefühl hast du gegeben. Und Emilia, du hast es richtig erfasst. Very good. Der dritte Tag, es kommen noch so viele Leute. Ich glaube, es wäre cooler, wenn er ein bisschen entspannter wäre. Und auch so das vielleicht, weil du halt einfacher. Ja, aber er sagt halt, ich brauche niemanden anderen kennenlernen außer dich. Greta, wie gesagt, weil du Jackpot bist. Also, wird dir dann eine andere Frau reinkommen, die noch krasser ist als du? Also, du bist ja genau sein Beuteschema. Dann wäre da auch eine Gefahr. Ihr könnt die küssen. Was schätzt ihr? Ich habe gesagt, solide 8. Ich habe immer eine solide 8 gesagt. Also, wenn die Leute mich fragen bei Bewerbungsgesprächen, ich sage immer, ich bin eine solide 8. Ich glaube schon, dass ich nicht schlecht küssen kann. Ich habe bis jetzt noch nie negatives Feedback bekommen. Ich auch nicht. Ich denke auch nicht, dass du krass ist oder Bruder, so. Ich finde immer, man kann nur den Kuss bewerten. Oder? Also falls Greta oder irgendwer später sagt, ich kann nicht küssen, das liegt nicht an mir, das ist der gesamte Kurs und da gehören immer noch zwei dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr werdet ja niemanden küssen, oder? Ich würde halt allen außer Dennis Kuss auf den ich Mund auch. Geben. Einfach so. Ah, geil. Ihr würdet niemanden? Ich würde alle, außer Dennis. Okay, wollen wir das so ausmachen? Aber nicht Adriano. Okay, dann machen wir es. Okay. Warum nicht Adriano? Wegen Bianca wahrscheinlich, ne? Islander. Beim Frühstück habt ihr erfahren, wer laut der Zuschauer zu euch passt. Jetzt dürft ihr entscheiden. Bei welchem Islander sprühen beim Küssen die Funken? Let's go. Okay, das Spiel geht los. Wer darf zuerst? Greta. Oh mein Gott. Nicht, dass die uns den armen Breno aufisst. Boah, das diese Geräusche dazu, ne? Jetzt gucken wir mal, wie ist es mit Finn? Es harmoniert auf jeden Fall, safe. Der ahnt ja nicht, dass er nur das Dessert war. Scheiße, Mann. Wie kann man so lustig sein? Der lacht aber wirklich auch süß. Deswegen, der passt so gut in die Sendung mit der Maus. Die macht doch auch mal. Punkte von 1 bis 10. Reno? Boah, ich muss sagen, es war irgendwie, die Koordination hat gefehlt, ich habe gar nichts gesehen. Naja, ich gebe jetzt einfach mal eine 6. Ich würde so eine stabile 7 geben. Es war jetzt nicht spektakulär, aber für die weichen Lippen gebe ich mal auch eine 7. Jetzt Bianca, dann mal gut Kuss. Ja, Bianca gibt auch Vollgas, na klar. Finn? Aber wieso küsst sie denn Finn? Stört da aber auch nicht weiter, ne? Die Greta ist ja locker. Jetzt ist Nicole dran und sie küsst wirklich jeden nur so auf die Wange und gucken wir uns mal die Bewertung an. Für mich war es kein richtiger Kuss, deswegen eine 1. Ich finde es stabil, ich würde eine 10 geben. Absolute Ehrenaktion, 10. Ah. Und den Begriff, den hätte er sich lieber geschenkt. Ich finde es einfach super, super, super gut, wenn man auch diese Loyalität spürt. Und Loyalität ist auch eine Sache, die mir extrem wichtig ist. Bis dato wissen die Jungs nicht, wen sie da geküsst haben, ne? Das wissen die nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das kann man doch riechen. Die Jungs behaupten, selbst später noch, die hatten gar keine Ahnung, wen die da küssen. Also was labert der von Loyalität in Couple gegenüber, wenn du gar nicht weißt, wer dich da gerade küsst? Bro, ich würde jetzt gerne einen Check geben, ne? Aber ich sehe dich nicht. Ah, Finn, ey, der ist ein Mitläufer bei Adriano, finde ich. Einfach Ehrenaktion. Beschreibt es echt am besten. Das beschreibt es nicht am besten, Adriano. Und jetzt Emilia. Noch eine 10. Noch eine 10, sagt der Finn, ey. Auch sehr rücksichtsvoll, eine 1. Guck mal, Breno bewertet richtig. Die küssen ihn nur auf die Wange, gibt's halt nur eine 1. Das ist halt nicht das Spiel. Finn? Eine 10 auf jeden Fall. Gute Ehrenaktion wieder. Ach komm, Finn, lass stecken, ey. Es war bestimmt auch wieder eine Person mit Couple. Definitiv. Ich feiere das, wenn man so krass hinter seinem Couple steht. Absolute 10. Ja, und jetzt wird geswitcht. Jetzt sind die Männer dran. Ich bin ein Vampir. Ich werde die Frau aussaugen. Und als erstes küsst er Greta. In my brain. Ja, hätte man nicht gedacht, ne? Ich auch nicht. Ja, ich hätte es schon gedacht. Und jeder andere auch, der da bei Love Island mitmacht. Aber du hättest es nicht gedacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist Breno ja kein Ehrenmann. Ja, und Adriano ist ja der Ehrenmann unter denen. Jetzt gucken wir mal, wie er die Mädels küsst. Adriano! Ah,
Sprung an. Ja gut, ihr habt alle gesagt, ihr steht auf Shades of Grey. Wird der mich so anpacken wie der Tripper? So, so, der feine Herr Ehrenmann beißt sich dezent am Hals fest. Favorino denkt sich, der Move ist geil, den hätte ich auch besser gemacht. Ich fand, der Kuss wäre sehr liebevoll, aber ein bisschen lame. Gib mal so eine 4. Da habe ich einfach mal wieder den Mund zu voll genommen, ist so. Du, ist gar kein Problem. Hätte keiner erwartet, dass du eine 10 bist. Die somit verdienten Love Island Queens of Kiss sind Nicole und Emilia. Die Ehrenfrauen haben gewonnen, weil die haben das Spiel verstanden. Die sind loyal, auch wenn sie gar kein Couple haben, im Fall von Emilia. Und ja, das feiern die Jungs. Hör mal, da verlieren sie doch gern. Und wenn ihr jetzt denkt, die Mädels machen den Champagner auf und freuen sich und feiern ihren Sieg. Nee, die setzen sich jetzt erstmal in die Ecke und, weiß ich nicht, sind traurig. Also ich dachte, das ist ein Spiel und ich dachte so, hey komm, wenn wir uns schon trauen, ja, was schon Überwindung gekostet hat, ja, dann so einen Spruch zu kriegen wie, keine Ahnung, so. Also ich, nichts gegen euch, ich fand das voll süß. Ja, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Voll schlecht irgendwie, weil ich nein, wollte, nicht, ich wollte gar nicht gewinnen. Emilia. Ach Emilia, es geht nicht um dich gerade, es geht darum, dass die anderen keine Ehrenfrauen sind. Nein, nein, darum geht es nicht. Aber so einen Spruch zu kriegen. Ja. So Ehrenfrau, als ob, Ehrenfrau, ja, als ob wir ja, so, als ob wir so schlauten wären, richtig, nur weil wir die so ja, küssen in so einem Spiel. Dieses Ehrenfrau, ich habe das gehört. Und mir ist auch kurz schlecht geworden, weil ich mir so dachte. Richtig schlecht geworden. Mhm, aber danach hast du gedacht, ich bin auch eine Ehrenfrau. Ich ziehe das Gleiche genauso durch. Wir stehen ein bisschen da ja, wie die Bitches, die so unloyal ihrem Couple ja, gegenüber sind. Dabei spielen wir einfach nur das Spiel. Ja. Wir sind hier bei Love Island so. Nein, ihr steht so nicht da. Nur weil Finn und Adriano sagen, das mit Ehre, Alter. Das hat überhaupt kein Gewicht, diese Aussage von denen. Null. Das sollte euch nicht im Ansatz kratzen. Echt. Nimm's wir drei sind keine Ehrenfrauen. Nö. Wir haben keine Ehre. Hey, hör auf, das zu sagen. Das ist dumm. Okay. Hör auf, wein nicht. Nein, hör nein, auf. Wein nicht. Für Bianca ist das jetzt wirklich alles zu viel, alles zu viel. Guck mal, wenigstens haben wir vorher wir drei gesagt, dass wir und machen. Wir sind alle jetzt in einem Boot, alle drei, okay? Ja. Deswegen brauchst du doch nicht weinen. Schatz, wein nicht. Wenigstens sind wir alle drei keine Ehrenfrauen. Alter, ihr hattet so einen guten Ansatz, darüber zu diskutieren. Und jetzt seid ihr so, ja, okay, dann sind wir halt alle keine Ehrenfrauen. Ist mir auch scheißegal. Nein! Gebt einfach einen Fick drauf, was die sagen. Sexy. Super sexy. Ehrenfrau. So nach dem Motto, als ob wir halt alle anderen halt... Ich kann es gar nicht aussprechen, so schlimm ist das für die. So dass eben nicht wären. Irgendwie so... Ja, das hat mich halt schon auch irgendwie getroffen, ja. Ja, aber ist ja gut. Jetzt habt ihr euch ja wirklich auch lang genug reingesteigert. Sprecht das Thema doch einfach mal an. Ja. Oh, ich hab gar keinen Bock, mit denen jetzt darüber zu sprechen. Ich will gar nicht mit denen gerade reden. Also ich will auch gar nicht dahin jetzt. Ich auch nicht. Ich hab gar keinen Bock gerade auf die Jungs irgendwie. Gut. Ist auch eine Lösung. Ich dachte mir, ich mache zurückhaltenden Kuss. Ja. Weil wenn ich jetzt schon diesen Schritt gegangen bin, dass ich sie doch küsse, ja, dachte ich mir, spare ich wenigstens so richtig leidenschaftlichen Kuss auf. Weißt du, wie ich meine? So. Boah, der labert so. Der will sich nur absichern, falls Greta sagt, ja, wenn nicht so geil, dann sagt er, ich habe auch noch nicht alles gegeben. Ich habe es mir nämlich aufgespart fürs nächste Mal. Das ist doch völliger Bullshit. Und um nicht direkt schon das ganze Buffet zu bieten. Weißt du, wie ich meine? So? Ja. Und gib den Frauen nicht alles, ne? Weil wenn sie einmal genascht haben vom Buffet, dann kommen sie vielleicht nicht mehr wieder, weil es nicht schmeckt. Andere, habt ihr schon mal stabilere Küsse gehabt? Ich glaube, der Finn ist so unerfahren. Warum fragt er sowas, Alter? Die lecken da rum mit verbundenen Augen, sehen aus wie so Tiere im Zoo. Und der so, hattet ihr schon mal stabilere Küsse? Keine Ahnung, vielleicht küsse ich auch hier niemanden mehr. Wenn die sich so anstellen. Also von mir aus geht nichts mehr. Nee, von mir wird auch nichts mehr. Also so, ich habe da einfach keinen Bock gerade. Guck mal, und jetzt machen sie einen Move, was wirklich der einzig richtige Move ist. Hört doch einfach mal, was die Jungs darüber sagen. Keine Ahnung, die Jungs passen irgendwie nicht. Aber ich glaube, ja, seid mal kurz leise. Aber bei mir zum Beispiel auch, ich konnte gar nicht einschätzen, wer mich geküsst hat. Ja, also ich konnte nicht unterscheiden. Genau, die Lippen haben sich einfach alle gleich angefühlt. Aber irgendeine hat bei mir Zunge. Richtig softe, so also richtig, ich habe bei einer gesagt, softe Lippen, ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Bro, wir hatten alle verbundene Augen. Ich konnte es ganz selber zuordnen. Ich konnte auch nicht sagen, wer Nicole war bei mir. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich fand es krass, dass sie das direkt erkannt hat, so. Bei mir jetzt. Ne? Ja, aber wie denn? Ich weiß jetzt nicht, wie die das erkannt haben. Und das ist der Teil, den die Mädels davon mitbekommen. Was ja ganz klar heißt, dass die keinen blassen Schimmer davon haben, wen sie da geküsst haben. Die haben keinen blassen Schimmer davon, wer eine Ehrenfrau letztendlich von den Mädels ist. Oder, also wisst ihr, das ist einfach so... Die haben gesagt, so,
die haben alle so gleiche Lippen, haben die gerade gesagt. Ja, alle haben sich gleich angeküsst. Ich glaube, denen ist das gar nicht bewusst. Nee. Die checken das doch gar nicht, dass das eine dumme Aussage war. Nicole hat's gecheckt. Zum Glück eine. Das war jetzt auch kein Ding jetzt. Also für mich war das jetzt nicht so, oh, ich will jetzt den ausprobieren oder den ausprobieren. Also nicht so wie bei Greta. That's the game. Ja. Jetzt gehen die Mädels raus, natürlich im Trupp. Und Breno fällt's auf. Eine hat geweint. Hast du ihm geheult oder was? Oder willst du jetzt nicht drüber reden? Ja, aber wir reden da gleich drüber, denke ich mal alle. Wir haben da Klärungsbedarf. Ich fuckt halt ab, wenn man Frauen so degradiert für ihre offene und ehrliche und so selbstbewusste Art. Ja. Also von mir bekommt ihr dafür auf jeden Fall einen Lob. Also ich schätze Frauen, die das machen. Sprachlos. Ich finde es auch so geil, dass sie das mit Breno besprechen, der auf diese Art von Ehrenfrau mit einer 1 in der Wertung reagiert hat. Was ich sagen kann, ist, dass Adriano und Finn eigentlich das Ganze auch locker angehen wollten. Locker? Was heißt das jetzt? Beide wollten halt nicht krass küssen, sag ich mal. Und warum haben sie das denn schlimm? Die wollten sich Zeit lassen. Eigentlich sind die Mädchen, habe ich das Gefühl. Das habe ich auch gesagt. Junge, wir sind doch hier. Anstoßen. Ich finde, als Mann musst du doch rangehen. So. Das ist doch die Aufgabe des Mannes. Danke. Danke. Danke, hör mal. Danke, dass du so krass in Schubladen denkst wie ich. Danke. Ist nicht häufig heutzutage noch so. Und jetzt folgt das große Gespräch zwischen allen. Wie habt ihr die Challenge so aufgefasst? Also ist euch bewusst, dass das ein Spiel ist und es geht darum zu küssen und dass das nicht der Kuss ist. Man sieht sie ja nicht mal in die Augen. Das ist ja nicht, mal das ist ja nicht so, wie man wirklich küsst. Romantisch. Ja. Das wirklich der erste Kuss, der richtige Kuss wird sowieso irgendwie anders und romantisch und schön. Aber das ist ja nur ein Bussi. Noch ahnen die Jungs nichts. Sie haben es noch nicht gecheckt. Worauf läuft das hier hinaus? Wieso haben wir dann in euren Augen so keine Ehre? Also sind keine Ehrenfrauen? Ja, Oh mein Gott. Es hat Klick gemacht. Es hat Klick gemacht. Wir spielen das Spiel wenigstens. Ey, jetzt mal langsam. Es ist doch absolut no need zu hyperventilieren. Ah, seine Art, ne? Sich so direkt so herablassend zu äußern und klarzumachen. Ich stehe hier aber über euch. Sympathisch. Nur ganz kurz, ganz kurz. Es war gerade so bit aggressive. Das war gerade so, hey. Shots fired. So. Redet der von sich selbst? Er ist doch hier so ein bisschen aggressive. Die hat das doch ganz normal gesagt. Ich check das halt nicht. Ja, dann erklär, okay. Also ich muss sagen, tatsächlich, das langweilt mich ein bisschen. Unnötig, das langweilt mich ein bisschen. Ich habe keine Lust, hier mit Kindern zu reden. Ja, das langweilt mich. Kommt erstmal auf mein Niveau, dann können wir uns nochmal unterhalten. Ich habe gesagt, dass der Move, quasi eine Person auf die Wange zu küssen, wenn man verkappelt ist, loyal ist. Ich habe aber auch gesagt, dass ich es feier, dass ich sogar selbstbewusst finde, weil dazu muss man einfach geil, sich wenn überwinden eine auch. Ja, ich finde es geil. Jedem, glaube ich, Mut gekostet. Ach Gott, der hat gesagt, er findet das cool, wenn die das machen. Hä, das haben wir aber nicht mitbekommen. Ja, Mädels, dann müsst ihr ein bisschen besser zuhören. Aber Ehrenfrau war trotzdem unnötig, das stimmt. Da gebe ich euch vollkommen recht. Es ist hier kein Platz für negative Vibes. Dafür ist die Zeit zu kurz. Eben, und die Zeit wollen wir nutzen in so Spielen. Ja. Wir haben einfach das Spiel als Spiel gesehen. Das war das einfach. Und nicht als der erste Kuss mit dem Couple. Oh Gott, die müssen sich da jetzt echt so hardcore rechtfertigen. Und so, wir sind wirklich Ehrenfrauen, wirklich. Das war nur ein Spiel für uns. Das ist so traurig. Das tut mir im Herzen weh. Das ist so voll so. Ach du, Verständnis für andere Menschen haben die wenigsten Menschen. Das kann man ja auch niemandem vorwerfen. Ich meine, die sind ja im Endeffekt auch hier, um einfach irgendjemanden kennenzulernen. Adriano zum Beispiel, der hat Verständnis. Das haben wir es ja auch geklärt. Also habt ihr jetzt nicht so ein Scheißbild von uns? Leute, es war einfach nur ein Missverständnis. Ich finde, alle können jetzt wieder chillen, oder? Ja, komm, jetzt ist doch auch mal gut. Mädels, ihr übertreibt doch auch eure Lage. Ist doch jetzt gut. Die haben sich zwar nicht entschuldigt, aber die haben es nicht so gemeint. Jetzt peace up, A-Town. Mir tut es voll leid, wie das jetzt irgendwie alles gelaufen ist. Verstehe es komplett nicht. Warum, Emilia, tut dir das leid? Du saßt doch da mit dabei, als geplant wurde, wer wie was küsst. Und hast hier Pinky draufgegeben. Warum jetzt so? Greta ist halt so, die sprudelt nur so vor sich hin und will halt jeden kennenlernen. Naja, dafür ist man auf Love Island. Ich für meinen Teil wollte halt einfach niemanden küssen, zu dem ich mich nicht irgendwie emotional so verbunden fühle. Weil das ja was Wichtiges ist. Ja, und erst recht so der erste Kuss. Das ist meine Meinung auch gewesen, definitiv. Ah, Leute, ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache. Saß sie nicht eben noch da und hat gesagt, ist doch alles halb so wild und komm und war da nur ein Kuss und jetzt, oh, ist ja doch kein Kuss, es ist ja doch
sehr viel wert, wenn sie da mit Finn steht. Ist die das Pick-Me-Girl? War die das? Der erste Kuss hat schon so gefallen, weißt du? Dann war das eh schon so vorbei. Also wenn Breno vielleicht nicht als Erster dran gewesen wäre, hätte sie vielleicht auch gar nicht geküsst. Aber sie ist halt mein Couple und ich finde sie ja halt immer noch interessant so, safe. Ich nehme mir das nicht böse. Trotzdem werde ich darüber nachdenken. Safe. Ich finde seine Logik absolut unlogisch und habe auch irgendwie nicht richtig zugehört. Ich sehe ja, wie du Feuer und Flamme für Greta bist und wie du sagst, sie ist meine Welt. Und na, Welt halt, du weißt, was ich meine. Ich war okay. Tag 3, als ob Finn sagt, die ist meine Welt. Warum übertreibt Emilia so ihre Lage? Ich habe ja auch vor allem so geäußert, habe ich gesagt, ja, ich finde dich halt auch cool so und ich mag deinen Charakter. Genau, weil Emilia will auch an den Finn ran. Die will auch mal ein bisschen naschen. Warum hast du ihn denn dann nicht eben geküsst bei der Kuss-Challenge, wenn dort doch so ein bisschen emotional was ist? Und halt immer habe ich das Gefühl, wenn halt so es um dich und Greta geht, wie als würde ich jetzt versuchen, so einen Keil zwischen euch zu bringen, obwohl ich das gar nicht meine Intention ist. Finn wusste doch gar nichts davon, dass sie ihn gut findet, oder? Das hat sie doch gerade erst gedroppt. Jetzt, ich will aber auch wirklich nie einen Keil zwischen euch treiben. So, hä? Sind das nicht die Mädels, die einem den Typen ausspannen? Also die Masche von denen? Ja, na klar, ja. Aber ich find's gut. Also ich find's gut so. Ich muss ehrlich sein, du hast so genau die gleichen, also ähnlichen Gedanken, so wie ich. Emilia ist irgendwie voll so mega auf meiner Wellenlänge, also so richtig, richtig Welle. Sie denkt genau gleich, was Beziehungen oder was der erste Kuss angeht. Ist wirklich zu schön, um wahr zu sein, ob das Zufall ist. Und jetzt ist wieder Party angesagt, denn es ist abends. Boah, der Dennis, ne? Der ist ein Tanzteufel. Würde man nie denken, dass der Beamter ist. Mann. Ist ja so. Und Dennis und Nicole kriegen jetzt noch so ein Einzeldate, weil die hatten ja gewonnen bei diesem, wer das schönste Couple in der Villa ist, bei der Umfrage von den Zuschauern. Danke. Macht schöne Babys. Anständig oder auch nicht. Sollten die uns lieber sagen. Auf uns. Auf, ja, uns. Ich wollte irgendwas Schlaues sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, und da ist dann noch ein kleiner Whirlpool. Die beiden schlau wie Schlumpf ziehen aber ihre Mikros aus, deswegen hat man da nicht so viel von mitbekommen. Aber es gibt zwei Glückskekse. Dann haben wir zwei Glückskekse bekommen. In dem einen stand drinnen, dass Taten mehr sprechen als 1000 Worte. Wie wär's? Parallel bei den Eyelinern, die ja nicht jetzt am Wild rumknuschen sind, geht aber eine ganz andere Sause. Hi Girls! Gefällt euch, was ihr seht? Ja! Schon bald werdet ihr noch mehr davon haben. Ach ja? Ich komme nicht alleine, sondern im Doppel-Sixpack. Get ready! Zu zweit! Ja, zwei Jungs. Zu zweit! What the fuck? Au! Vielleicht kommt jetzt aber auch noch Mädchen dazu, wenn er sagt wir. Hallo, hört mal auf zu träumen! Okay, zwei Granaten für die Mädels. Das taugt uns. Oh mein Gott. Optik ist nicht alles, das weiß ich und das wissen die Mädels. Naja, Optik ist schon alles. Da muss ich halt auch jetzt noch charakterlich ein bisschen was beweisen. Aber stramme Typen in Verbindung mit einem schönen Charakter, das könnte gefährlich werden. Ganz genau, und stramme Typen in Verbindung mit einem schönen Charakter werden wir uns nächste Woche ansehen. Natürlich geht's auch nächste Woche wieder ab, das ist ganz klar. Ich finde es echt ein bisschen nasty. Was denkt ihr sonst über die Folge? Let me know in den Kommentaren. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Oder dann. Haut rein. Peace.